Großalarm in der Südpfalz. Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Am Dienstagvormittag werden auf diesem abgelegenen Bauernhof zwei Leichen gefunden. Der Tatort liegt in Weilersbach nahe Kaiserslautern. Schnell kommen die Ermittler auf den 38 Jahre alten Daniel Mentel. Von ihm fehlt aber noch jede Spur. Wir gehen davon aus, dass sich Herr Mentel hier noch in der Region aufhält, betreiben auch heute intensiv Fahndungsmaßnahmen. Wir gehen davon aus, dass er sich hier auch sehr gut auskennt. Deshalb haben wir auch hier insbesondere unsere Fahndungsmaßnahmen intensiviert. Die Toten sind eine 60-jährige Frau und ihr 65 Jahre alter Lebensgefährte. Erste Ermittlungen ergeben, es soll sich um eine Beziehungstat handeln. Wie beide getötet wurden, halten die Ermittler unter Verschluss. Außerdem wird Daniel Mentel auch Brandstiftung vorgeworfen. In Nachbarorten brannte in der Nacht vor der Tat ein Carport und dann noch eine Garage. Die Weilerbacher sind verunsichert. Warum hat er das gemacht? Was war der Auslöser? Das hat er... Vielleicht war das so eine Momentsache. Man muss es ernst nehmen und ich habe jetzt zum Beispiel meinen für Mittag geplanten Spaziergang abgesagt. Die Polizei warnt vor dem Verdächtigen. Er sei hochgefährlich und habe eine Schusswaffe bei sich. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber momentan nicht.